So, guten Morgen. Tommy ist hier, Tommy ist hier. Es geht wieder los. Wen verfolgen wir? Den Tommy. Reingezwungen ins Halterlein. Klappe zu, aber tot. So sieht das aus am frühen Morgen. So, Wolfgang, was gibt's Neues? Jetzt zeig mal hier die Zeitung, die muss ich mal. Sag doch mal was. Geheimderby aus Angst vor Randale. Was? Union schlägt Hertha 2:0. Morgen, Leute. Moin. Ach ja, der will ihn gut, wenn das der Titel ist. Bis später, Wolfgang. Wir sehen uns. Ja? Ja. Nein, eigentlich seitdem ihr da wart. Davor haben sie wunderbar miteinander gemalt. Aber jetzt. Das ist meine Angelegenheit. Ja. Die buhlen jetzt um dich. Mann. Und? Kannst jetzt eine Stunde so stehen, wa? Tiefer jetzt nicht. Oh, that's one of these. Very strong. Der ist gut, der ist nicht mehr gut. Platter Reifen. Das ist wie immer. Schlauchwechsel. Häufigste Reparatur, wenn einer fragt, ist ein Schlauchwechsel. Definitiv. In so einem Fahrradladen. Wäre wahrscheinlich früher nicht passiert. Weil früher die Leute sowas selbst gemacht haben. Wären sie dafür für einen Schlauch, wenn ein Schlauch kaputt war, wären sie wahrscheinlich nicht im Fahrradladen. Das ist ja nicht zu teuer, ne? Eigentlich. Was kann man eigentlich selbst? Heutzutage. Kein Problem. Mach ich das schnell, oder? Bis gleich. Oh. Wolfgang hat Cracker gebracht. Die guten und günstigen. So ist das. Jetzt quatscht er mit seiner Freundin. Hat
gesell mich mal dazu. Was machen wir denn jetzt? Damit halt überhaupt ein bisschen Filmmaterial zusammenkommt, weil heute ist ja wirklich grottenöde, ohne Witz. Ich habe es leider versäumt zu filmen, wie ich eine Kellertür ausgehangen habe mit dem Hans zusammen und die neu wieder eingehangen habe, ein wenig höher. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant. So, damit aber überhaupt Filmmaterial zusammenkommt heute, repariere ich jetzt ein Mietrad, wo sich das Tretlager rausschraubt offensichtlich. Hier, man kann es daran sehen, dass der Kettenschutz anfängt zu wackeln, wenn man das ignoriert. Schraubt sich irgendwann auf der Seite hier drüben Tretlager komplett raus. Also von Hause aus sind die schlecht montiert, wie es ausschaut. Ja, das werde ich jetzt machen. Kurbel abziehen. Schritt 1, Kettenschutz ab. Schritt 2, Tretkurbel ab. Schritt 3, Tretlager wieder reinschrauben. Schritt 4, Tretkurbel wieder ran. Schritt 5, Kettenschutz wieder ran. Fertig. Machen wir jetzt. Mit hat einen Monat alt. Nach einem Monat löst sich das. Scheiß Plastiklager. So, Schritt 1, Kettenschutz ab. Achter, Steckschlüssel. Wo eins da oben. Schraube 2 hier unten. Schraube 3 hier hinten. Tretkurbel nach unten, Kettenschutz ab. Schritt 1 beendet. Schritt 2, Tretkurbel ab. In dieser Position. Kappe ab. Tretkurbel Schraube ab. Ab. Kurbelabzieher. Reinschrauben. Und Kurbel abziehen. Zwar so. Kurbel ab. So. Schritt 3. 3, 3, 3. Tretlager festschrauben. Wie man sieht, sehr locker. Und immer schön den Kettenschutz. Ah, das ist
ein bisschen anpassen. So in der Position. Zwischendurch noch eine Reparatur. Hans und das Tutorial. Hier. Wie repariere ich Laderegler? Das ist ja gar nicht Laderegler. Ja, wie finde ich einen Kabelbrand? Wie finde ich einen Kabelbrand, dem Geruch nach immer gehen? Aber eigentlich, aber manchmal ist es auch. Manchmal muss man einfach brutal sein. Nee, das möchte ich gar nicht. Ich meine, ich kann jetzt einfach eine Kneifzange nehmen und da abmachen. Den Rest gepflegt in die Tonne treten und sagen, du warst es. Nee, der war's. Der war es ja sowieso. Ob ich den jetzt noch zerlege oder in China sagt, Reis und Feld ist ja im Prinzip ziemlich Banane. Ne? Ja, aber warum sind sie denn nicht auf eins geklemmt? Warte mal. Willst du wissen, woran die erklären? Ich habe heute bloß in die Haube vor und nachgelesen, da steht drin. Das Regler hat drei weiße Kabel. Wie gibt es denn Banane? Welches mit welchem verbunden ist? Nee, würde ich jetzt auch nicht so sehen. Wie doch ein Riegel? Ach, da riegelt doch nicht. Erledigt, aber das hält daran hält es nicht. Bitte entriegeln Sie jetzt. Guck mal da, Bumsus knack, Punktus knacktus, genau. So, das war das, aber deswegen geht der Name nicht. Naja, darauf einen alten Kaffee. Prost. Prost, Kaffee. Weißt du, was mich daran am meisten aufregt, ist, wenn ich hiermit fertig bin, kann ich es nicht mehr reparieren. Ich kann es nur noch zerstören. Warum ich das tue, weiß ich nicht. Warum du zerstörst oder warum du das reparieren willst? Nee, macht ja Spaß, alle 8 Kilometer ans Ladegerät zu fahren, nicht? Ja. Guckst du hier? Oh, war ja. Der ist ja ich nehme jetzt den Kneifzange und mach den Falle. Ich muss den gar nicht erst wieder zerstören. Am Ende steht ja die können. Hand dabei. Oder genau. So. Das ist doch Pipifax. Hätte ja sein können. Gut, erledigt, danke. Den Cutter nimmst du wieder mit? Den nehme ich mit. 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 Brauche 3 Lüsterkämmen und eine Kneifzange. Lüster, Schleifzanger, Schraubenzieher. Wir gucken. Ich habe eine Mutter. Achso, nee, ich habe einen. Tommy, da braucht jemand eine Mutter. Danke. Und hier zum. Ja. Willst du das jetzt trennen oder können die zusammen werden? Können zusammen werden. Wann? Können zusammen. Die sollen zusammen. Ja, hier ist die Bussen. Die Mutter ist schon da. Gut, geh mal darauf. Ja. Eine hübsche junge Dame braucht eine Mutter. Für ihre Rattennarbe hinten unter der Schaltung. Rattennarbe hinter der Schaltung. Nein, vor der Schaltung. Ab 30 Euro bis 88 Euro. Ah, okay. Ich nehme es nicht. Und wie viel kostet das? Jetzt 5 Euro. Vielen Dank. Danke auch. Dir auch. Ciao. Tschüss. Schauen wir mal.
rechts kommt noch die aus, spezial so? Abisolierzange, bitte fürs Internet. Schönen Tag. Der kaut, ja, kaut ja, auf dem letzten Strang. Herr Hans. Grüß dich, Frank. Hallo. Ja, ja, natürlich. Du bist vier, nicht verkackeiern. Ich lasse mich nicht verkackeiern. Ach, jetzt doch nicht. Ja, ist bequemer. Das heißt, warum eigentlich nicht? Du kannst durch. Hoffe, die Kamera ist aus. Nö. Lassen wir mal so. Hm? Kuckuck, was denn? So. Die Hofarbeit ist jetzt wegen Feuchtigkeit, ne? Direkt dann. Oder? Bitte was? Hof? Wegen Feuchtigkeit, ja. Das ist jetzt wegen Kabelbrand. Nee, Kabelbrand. Na, Milzbrand war es nicht. Der Kabelbrand wird wohl noch schlimmer aussehen, oder? Ja, jetzt ist ja der Kabel. Ist ja alle toll, aber guckst du mal hier, ne? Ah. Kabelbrand. Ist noch kein Kabelbrand, das ist ein verschmutzter Stecker. Genau, ist ja doof, wenn auf einmal Sitzheizung eingebaut ist in die fährst auf der Autobahn, wunderst dich. Also, genau, also das Sommer, angenehm. Motor hat eine Sitzheizung, ist immer ganz ja, ich glaube, Halle Elektra oder so, die hatten wahrscheinlich. Nee, doch, Halle Elektra war das neben Fahrzeug oder doch nicht. Irgendein Gummikuh. Ja, wieder. Wenn es ein bisschen geschmort hat, kann man es ja noch ein bisschen beheben. Deshalb ist es gut, wenn Kabelbrand ein bisschen. Kann man Kabelbrand gehabt im UAS. Im UAS? Ja. Und was da war dann nichts mehr zu löten. Und der ist entstanden, weil jemand die Autosicherung überbrückt hat mit Hilfe von Alufolie. Oh, bitte. Weil sie immer rausgesprungen ist, nicht? Ja. Ja, toll. Ja, das ist eine endgültige Reparaturmöglichkeit. Ja, so wurde das dann gemacht offensichtlich bei den Russen dann. War nicht mehr, oder was? Keine Ahnung, ob sie keine Sicherung zur Hand hatten oder keinen Mechaniker, der hat. Na klar hatten sie keine Sicherung zur Hand, das ist doch immer dasselbe. Selbsthilfe dann, ne? Umwickelt los. Und das war. Das geht eben nicht. Da ich mal erinnert, dann war doch immer alles ein Klumpen. Jetzt, gut, beim UAS ist das nicht wirklich viel, ja? Also, sehr überschaubar. Wurscht, aber kannst du trotzdem nicht machen, es sei denn, du hast eine Sicherung für mehrere Verbraucher. Und nee, ich meine zum Tauschen, das und war der, die Arbeit. Der kaputt ist. Ist abgeknabelt und du musst weiterfahren, dann kannst du so mal flicken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass an derselben Sicherung der nächste ohne eine Grätsche macht. Aber wenn eine Sicherung ständig durchrutscht, soll ich überbrücken, muss ich mich nicht wundern, wenn ich gut abfahre. Dann bist du wirklich das Hinterletzte. Ja. So. Und noch einmal führen wir der Öffentlichkeit das schöne Beispiel vor, wie man vor den Zange am Kabel isoliert. Wenn man einen Kunstschneidezahn hat. Er liebt sein Motorrad, musst du wissen. Das ist jetzt so ein bisschen intim gerade. Ach so. Ja. Moin. Du machst dich unbeliebt. Macht das bitte gut. Ja. Früher konnte ich noch gucken, wo ich das reinschieben muss. Heute kann ich das noch fühlen. So, das ist ungefähr. Die Zeit die Hoffnung ist nicht ganz aufzuheben. Das ist Tatsache so. Ganz viel. Richtig ätzend, habe ich jetzt festgestellt, ist rauszukriegen, in welcher Stellung der Schlitz einer Schlitzschraube sitzt. Ja, da kann man den OT nur noch fühlen. Ja, und schon schwuppsdiwuppsdi ist die Reparatur in der Fachwerkstatt für 150 Euro innerhalb von 10 Minuten erledigt. Und hat gekostet 3x Klemmen und ein Kunstschneidezahn. Der war teurer als 150 Euro. Nee, der war nicht teuer, der ist auch sehr alt. Und mit dem isoliere ich bereits mein ganzes Leben. Damals? Und meine ehemalige Zahnärztin, die wo immer noch lebt, fragt mich immer noch jedes Mal, wenn wir uns treffen, geht's wie noch? Geht's denn dem Schneidezahn-Examen? Prima.
Ja, da war ich mit meinem, bin ich jetzt immer auf Sendung hier, mach das Ding nochmal aus, ist ja fürchterlich. Aha. Mit meinem besten Klassenkameraden, Locho Dambach, als, was mir lügen, 13-Jähriger, glaube ich. Ey, so. Und das ist von der Batterie hier. Ja, ja. So, abgeklemmt. So, erledigt, Feierabend. Da sitzt er. Feierabend, das war's. Und ich bin da eigentlich immer schon mit offenen Augen. So, wir waren stehen geblieben bei Schritt Nummer 4, glaube ich. Und wieder abtauchen. Jetzt haben wir an seinem Moped funktioniert wieder. Alle chic. Jetzt wird da. Das ist fest. Drei Kurbel wieder ran. Der ganze rückwärts halt. Rückwärts. Lüge an das Scheißzeug. Aber so ist das. Sag mal. Schraube wieder rein. So. Schritt Nummer 4 haben wir, dann Kette auflegen wieder. Da ist ja alles keine Zauberei. Da ist die Kette wieder drauf. Schwupps, so einfach hittet. Schritt Nummer 5. Kettenschutz wieder ran. Ein bisschen sauber machen, wenn man schon mal bei ist. Meine Kopf. Zweiteck. Schön. Sehr schön. Wunderbar. Drüber. Und drauf. Und fertig. Locker anschrauben erstmal und danach wird es festgezogen. Also, einmal. Fest, fest, fest und fest. Fertig. Tada, tada, wunderschön. Tralala. Nichts klappert mehr. Ja, das war's. Jetzt ist es wieder einsatzbereit. Kommt es raus. Und wir warten mal, was heute noch so passiert. 15.29 Uhr. Ne, ich glaube. Ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt fängt gleich der Nachmittagsansturm an. 16 Uhr, wenn die Leute so Feierabend haben. Dann geht's eigentlich.
hier nochmal los? Ich höre es auch sehr gut. 16, 17, 18 Uhr. Zwei Stunden nochmal. Vielleicht bis 19 Uhr und das war's. Dann kommen abends nochmal die Mieträder zurück und das war's halt. Also da ist wirklich eine Fülle. Da ist nicht mehr so. Was haben wir noch vergessen? Die Kappe haben wir noch vergessen. Sagt mir gerade meine Soufflöse. Weil ich sitze mal in meinem Kopf drin. Aus der Regie kriege ich gerade zu hören, ich habe die Kappe vergessen. Ist ja alles nicht gefaked, alles real, hinter den Kulissen total Hollywood hier. Hallo. Hallo. Gehörst du dazu? Nee, ich stehe hier nur als schmückend Beiwerk rum. Verkauft ihr eigentlich auch Räder? Ah, ja, tun wir auch. Was suchst du denn? Ein Kinderrad. Wie groß denn? Meine Tochter geht jetzt demnächst in die erste Klasse. Ja, okay, 20 Zoll. Oder sowas. Ja. So, musst du mal schauen. Musst du mal schauen. Am besten du schaust aber mit der Tochter. Also. Okay, aber ich habe so ein Auge dafür. Kannst du uns einfach erstmal kurz gucken? Ja, du darfst auch erstmal so gucken. Darfst du. Bis später. Zimmer wird jetzt sozusagen. Ja, oh, ich bin ja gerade an meinen Kern und dann geht es los. Aha, Spaß, es ist notwendig, das ist das Problem. Leider ist es notwendig. Dann mache ich erstmal fertig schnell. Fahrzeugriegel. Ist ja ein Ding. Naja. Und da ist er, da-da. 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 Du. 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 Handschuhe. Hast du nichts geschossen, hast du auf die frische Luft gegangen. Wolfgang, du bist ein Poet. Leider. Auf die ganze Poesie. Ich hab grad gesagt, setz da mal hin. Wen denn?
Also eine dicke. Oh, also eine dicke Fette. Eine dicke Fete. Oh, ich dachte, das ist schön. Ich hab gedacht, da platzt die Bank. Da platzt die Bank. Die Samenbank. Die Damenbank. Wolfgang, du Schmeichler. Ach, ey, so eine dicke Fette. Ich dachte, da platzt die Bank. Und sie heute mal steht, ist tote Hose, wa? Ja, das ist so wenig los, wa? Ja, ich soll nur selber. Da, Sache! Aber lass mal, nächste Woche ist wieder hier, kommt hier mehr Stimmung. Ja, noch mehr Stimmung. Am Montag, na ja. Wieso wird das da? Ist ja die Schule wieder los. Ah, Mensch, das ist ja. Eieiei, noch früher aufstehen. Naja, man lässt noch früher aufstehen, nicht? Freuen sich die Kinder wieder. Ja. Sind ja bloß 6 Wochen und dann geht wieder Herbstferien. Und jetzt hat er vor der Tür, wenn wir. Na, der Wolfgang? Kontrollblick? Achso, dann bist du im falschen Laden. Hä? Dann bist du in dem falschen Laden. Ah, ja? Okay. Ja. Von mir rein. Castellanos? Hast du auf Castellanos? Das ist vorne. Okay, dann tut mir leid. Und hast du vielleicht Rahmen zu verkaufen? Ich habe auch Rahmen oder halbe Räder oder sowas. Habe ich schon da. Wieso? Was brauchst du denn für einen Rahmen? Rennrad. Na, Rennrad ist nur ein zwei sehr große Rahmen und sehr gute Rahmen. Auch. Ah, okay. Na, also 63er und 65er Rahmenhöhe, das ist zu groß. Ja, das leider okay. Nicht. Nee, geh mal vorne, Haus Nummer 30. Okay, schon mal. Ja, bitte, ja. Bitte. Ja. Hier hoch mit oben an der Ecke. Genau. Weil wir haben schick ihn weg. Arsch. Ich hab mich ja nicht verstanden, was der wollte. Ja, ich erst auch nicht, aber dann war mir klar, er ist falsch. Der will zu Konkurrenz. Na ja, und? Möchten Sie ja. Vielleicht hat er schon zu. Nee, ja doch, nee, ich weiß nicht. 17 Uhr kann sein. Ja, ist 5:05. Das kann so ja sein. Wie lange hat der nicht offen? Na, das weiß ich nicht. Entweder 17 oder 18 Uhr. Boah, jetzt bin ich aber voll gefrisst. Das war viel zu schnell und stressig. Darfst du schnell nichts essen? Das ist nicht gut. Es ist immer das Gleiche. Raus, rein, Mickey Maus. Die Arbeit der Gold ist heute lang, ja, der Hausbesitzer ist da, wa? Ja, dachte ich. Der Chef macht Kontrolle. Ja. Dann arbeiten die auf immer. Jeden Tag. Da war ja schon seit 9, oder hat keine. Ja. Wenn ich hier am Telefon gekommen hat eine schöne See heute Morgen. Und dann arbeiten sie erst. Ey, was für ein Idiot. Ich bin hier kurz vor Mittag, ich hätte sie gekommen, hat er irgendwie gesagt, er hat einen da. Er zieht alle bergab. Ich bin gestaunt. Na, ah, der hat guten Tag gesagt? Ja, der hat einen Tag gesagt. Ja, klar, du bist ja Mieter bei ihm im Haus. Also wenn das schon erstaunlich ist, dass man seinen eigenen Mietern im Haus guten Tag sagt, na, ich weiß nicht. Dann, das finde ich, teilte ich mal für ganz normal, wenn man ein Hausbesitzer ist oder Eigentümer, Hausbesitzer. Ist ja mal doof, man.
Eigentümer, Vermieter. Meistens geht er dann nach Frühstücken bei denen oder Kaffee bei dem Bäcker. Oder bei Klötze geht auch rüber, je nachdem. Jo. Würde ich auch machen. Und der Klötze, der ist teuer. Naja. Er wird ja das Geld wird er wohl haben für einen Kaffee. Ja, ja klar. Das ist meine Geschichte. Oder kriegt ihr keine Mieterhöhung? Ich hab keine Ahnung. Wir sind alles so los. Kann da sein, dass wir Erhöhung kriegt. Na du? Ich, ach, kann ja sein, dass er erhöht, ja. Aber na, ich meine, nach der Sanierung wird doch bestimmt erhöht. Das kann echt wirklich sein. Da musst du wieder neue Anträge stellen, Wolfgang. Stell dir mal vor. Das ist dieses Jahr die Marke, mein nächstes Jahr. Ja, aber ich meine, das geht ja auch schnell. Dann musst du nur eine Änderung, Meetings drin. Naja, alle wieder einen neuen Antrag holen. Nee, du musst einfach Mieterhöhung schreiben, schickst du einfach hin. Ist schon klar. Dann muss ich erst mal warten, bis ich wieder meinen neuen Rentenbescheid kriege. Das ist dort ohne Weile. Ja. Und dann wollen wir wissen, jetzt, ob ich die Rente gekriegt habe. Ja, ja, das ist alles. Jedes Jahr neu, wa? Jedes Jahr neu, ja. Manchmal geht es lange. Manchmal geht es nur schnell, je nachdem, wa? Fertig. Donnerwetter, musst du jetzt sagen. Donnerwetter. Na also, klappt doch. Wetter, aber diese Statisten. Mantel, ich wollte auch Mantel drauf haben, aber Wetter ja nicht. Wa? Mantel und Schlauchwechsel. Aber Mantel abfedet. Ja, ja, Schlauch war ja kaputt und Mantel, der war sehr, 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 sehr porös. Genau wie der hintere eigentlich, aber abfedet ist ein bisschen teuer, wa? Und hast du einen guten Mantel aufgemacht, ja? Hab einen guten aufgemacht, wolltest du haben. Dann, ne? Sie sagt, na mach mal einen guten. Was ist das? Ist der Tommy wieder fertig? Mit den Nerven. Ach, warm ist das jetzt hier in dem Ding? Oh, in dem Pelz, den ich anhab hier. Oh. Oh. Thorsten kommt ja nicht mehr wieder. Der wollte eigentlich nur mal rumfahren, gucken. Wo ist das? Hat er ja kein Geld, wa? Doch, der hat schon Geld, aber also so Geld. Normale Geld, so wie du auch Geld hast. Ja, ja. Also nicht so viele. Nee. Meistens ja, da ist ja, wenn ich dir Geld in der Tasche habe, dann geht das los. Ja, das ist das Scheiße. Das ist, ja, dann gehen sie alle shoppen. Das ist das Schlimme. Ich bin ja auch der Meinung, er ist kaufsüchtig. Er kauft ja immer wieder. Heute ist der erste. Ach stimmt, genau. Heute ist ja der erste, wenn die zählt. Ja, genau. Denk jetzt alle, sonst haben die Geschäfte offen. Ja, wieso? Naja, ja, also. Das meiste, die haben wir dann mal offen, wenn die mal sagen. Ah, wenn die, ja. Nee, die machen offen. Nee, warum? Ja, wann haben die denn offen, Wolfgang? Von 13 bis 18 Uhr. Sonntag. Obi hat auf dem Bauhaus, Karlstadt, Wörlhaus, Netto. Oh, das ist jetzt schön, aber ich habe bestimmt. Ja, verschiedene Sachen, Geschäfte. Ja. Warum kann ich das sagen, weil heute die Funkausstellung anfängt. Und immer wenn eine Ausstellung ist oder so. Ah, dann genau. Dann ist auch so die Bootsausstellung oder das Wochenende oder. Ja, du willst ja auch nicht mehr, irgendwo eine andere Ausstellung. Mhm. Hallo. Oder irgendwo eine Ausstellung, dann ist immer der nicht. Dann ist in der Saar schon die Chef da oben. Das ist ein Ding. Grüne Woche, ja, ist eine grüne Woche, dann ist Oma hier Sonntag, dann kommt wieder Sonntag. Und warum? Ja. Das ist ein Ding. Große Welle Bühne, dann machen die auch Sonntags offen. Du musst sagen,
Und die Geschäfte sind auch sonntags voll. Ja, das ist ja logisch. Ich war mal bei Lumen auf dem Sonntag, also weil das durch den Zufall musste ich hingehen, aber ich dachte, die Träume, ja. Und der Schüler, die noch keine Lust hat, ach, lass ich Sonntag kaufen, shoppen mal. Wo kann ich, wer hat wohl morgen auch auf Sonntag wohl auch oder was? Mir denkt ich, keine Ahnung, aber die meisten. Wer? KDW. Ja, ja. Geh noch hin, machst du dich fein? Ach. Im feinen Zwirn, der Wolfgang, im feinen Zwirn, Zwirn im KDW. Egal. Nee. Warum nicht? Im KDW kann man mal gucken gehen, das ist wirklich schön manchmal. Manchmal haben sie echt schöne Sachen, schöne Hast Ideen. Hast du schon mal KDW? Hä? Hast du schon mal KDW? Ja, wir haben da schon ein paar Sachen gekauft auch so, ja. Also so ist das nicht. Ist teuer. Und teuer ja, und zehntens Jahr. Ja, aber das weißt du ja auch, dass ja, es teuer ist. Weißt du doch KDW. Ich habe Marlies damals zwei Taschen gekauft. Zwei Handtaschen. Frauen und Handtaschen. Ja, das ist klar. So eine Dinger. Aber wie gesagt, ich habe da nichts zu kaufen und KDW und früher bin ich viel in KDW. Ja, unsere ja. Eheringe haben wir da gekauft. Ja. Im KDW haben wir unsere Eheringe gekauft. Ne? Oh. Ja. Den ich übrigens nicht trage, weil er mich bei der Arbeit behindert. Ja, den habe ich 3 Jahre lang getragen bei der Arbeit und dann. Der geht nicht. Du hast ihn aber noch, ja? Ja, natürlich habe ich ihn noch. Den habe ich natürlich noch. Naja, das brauchst du. Selten, weil nächstes Mal ins KDW war ich vor 2 Jahren oder was das letzte Mal? Ach, wann war das letzte Mal gewesen? Wart ihr schon mal im KDW? Wo? Ja, sag mal, wann warst du denn das letzte Mal da? Ich kann mal leben. 2012 oder 2013. Mal? Ja. 5 Jahre. Und was hast du gemacht da? Gar nicht, ich wurde unten drin gelaufen und oben. Oben, wo die, na, da auch schon, wo die ganze Kosmetik da schon. Naja, Fisch in. Delikatessen. Delikatessen sind da rumgelaufen. Ja, das ist aber auch lecker. Ist auch mal schön, wenn man da mal durchläuft. Ja, ja, ja. Wo ist ja nicht, das ist Wasser für über 100 Euro. Ich bin wieder an der Holzen, ja. Das wir sind jetzt, das war ja früher, wir sind irre gehabt da drin. Weißt du, heute Ferien, ja, wir sind nicht gemacht, haben wir sich, keine Ahnung. Aber früher war ich ja, wir sind irre gehabt. Haben wir das ja schon wieder viermal umgebaut. Da war ich nicht letzte Mal da, das ist echt schon eine Weile her, ja. Ja, wollte ich eine Omega kaufen, Bond Edition. Aber ausverkauft. Oh. Ich muss auf Tour gehen, jetzt geht nach Hause. Oh, den Wolfgang treibt's. Ja, nach Hause. Wer drückt den Arschloch? Ah! Na ja, dann lass nicht kommen, hier. Sonst muss ich das wieder wegmachen, so wie gestern. Wieso? Ach so, nee. Warst nicht du. War ich eingeschissen? Nein, naja, ein Hund. Aber nee. Den drückst du auch mal. Gut. Später. Weiter geht's.
Was ist das denn? Einfach dahinter reingelassen. Hätte man ja auch Vago-Klemmen einfach reinsetzen können, dann unter Putz. Das und das. Die Fliesen, die Dose. Angebrochen. Los ab. Ab. Alles ab. OJ. Na, also sind wir fertig. In der Wohnung hier. Bis jetzt. Da noch ein Häufchen Elend. Das muss noch mit. Das muss noch mit. Und ich gehe jetzt runter. Für heute war es das hier. Morgen geht's weiter. Eventuell. Ich weiß ja nicht, was ich morgen machen soll. Ich weiß es noch ja nicht. Auf alle Fälle geht's weiter hier. Ciao. Hier noch. Hier noch. Hier noch ist Schleim. Dann verabschiede ich mich auch. Irgendwann wäre mal so was dran, wenn ich mit dem Verkauf der Runde war. Die Hantel würde ich auch nicht verkaufen. Die ist aber so geil. Ich respektiere das ja alle. Finde ich alles ganz toll. Das sind halt. Was ist mit dem Leuchter da oben? Mit dieser hier? Der Gasleuchter, ja, der ist zu verkaufen. Der kostet verkaufen. 900 Euro. Das ist Peile König. Ja. Ja, also siehst du. Ich weiß Bescheid. Das ist scheiße. Für 90 hätte ich gesagt, ja. Auch für 900 ist ein Leuchter schon. Vielleicht ist, er, nee, vielleicht ist er auch Kralik oder. Nee, das ist nicht Kralik, das ist Peile König. So ein Schnitz. Aber nicht. Kann ich jetzt so nicht sehen. Auch auf alle Fälle ist er noch original, der wurde noch niemals elektrifiziert, also der ist noch mit Gashebelchen und alles. Der ist geil. Also ist wirklich ist ein schönes Stück. So. Nur bei 900 Euro kaufe ich ja bei anderen ganzen Laden. Also naja, bei seinem Preis, nee, das ist... er ist so. Der hat von wem, wo er Ahnung hat, da muss der Abstand nehmen. Aber wo er keine Ahnung hat. Und der sagt, es ist eine neue Flasche, muss eine neue Flasche kaufen. Jetzt, wenn sie alt ist, weil sie einen neuen Verschluss hat. Ja. Ja, dann machst du einen Verschluss mit Bremsschleifer ab, einen alten Verschluss wieder drauf, von einer kaputten Flasche oder lässt sie unmontiert. Und dann sie ist alt. Und wenn ich sage, es ist eben mal alt. Und damit der Konsultant. Consultant, ist der Consultant. Und, jedenfalls hat er mit dieser Flasche mit 10er verkauft. 18, 17. Schweres Glas. Entweder es leicht oder es schwer. Wenn es leicht ist, hast du ein Problem, dass es ein es gibt doch so Rosenkugeln, die du aufsteckst. Die haben sie dann wieder erwärmt und aufgeblasen und Nabeltaschen draus gemacht. Da musst du vorsichtig sein. Aber wenn es schwer ist, also man sagt Bleiglas, also schwer, dann sind sie alt. Und wenn sie wie neu aussehen, sind sie auch alt. Und wenn sie alt aussehen, sind sie neu. Ja, es ist so. Es ist wie bei Fahrrädern. Ist das ein Quatsch? Nein, es ist so. Die alten haben nicht gearbeitet. Die alten haben, die alte Qualität war eine gute Qualität. So ist es. Und deshalb sieht es dann wie neu aus. Wie zum Beispiel, da hast du die Schale da hinten, diese Champagner-Kühlschale. Ja, was ist damit? Ja, nicht. Ich habe ja nicht drunter geguckt.
ist wahrscheinlich versilbert, könnte aber WMF sein, kann aber auch Englisch sein. Ist versilbert, ist aber neu. Die ist neu. Ja. Zeig mal her. Oui, Chandon. Ja. Mit Schachfiguren. Steht sehr versilbert, silber plated. Ja, Sheffield. Zeigst du mir mal her. Einfach, dass ich mal die Marke sehe. Das ist keine Marke. Alfred sagt ja eins, was ist für dich alt? Was ist für mich alt? Ja, was ist neu? Du sagst, sie ist neu. Neu ist für mich ab 15 Jahre. Ja, du, das sind auch 70 Jahre her. Das ist ja Martin. Altes Silber ist für mich um 1900, wird für mich um 1930. Also ich sag dir jetzt so von meinem ersten Eindruck, ohne dass ich jetzt nach irgendwas suche. Dieses hier, das Schild, was du da liest, könnte einer aufgeklebt, ist klar. Ist so. Aber die Arbeit ist meiner Meinung nach 20er Jahre, wenn ich jetzt das, und das hier ist auch reingeklebt. Und jetzt guckt man ganz richtig. Den gibt es so zu kaufen. Die gibt es immer noch so zu kaufen. Ja, gut, da liegt auch immer noch zu kaufen, aber das ist eine alte Schale. Den Sieg. Naja, das ist ja, ja. Also, ja, also ich sag mal 20 Jahre. Die ist, nee, so alt ist sie nicht. Die ist. Gott, 30. Naja. Selbst wenn die Flammen neu wäre, wäre die Schweine teuer. Aber ja. Ist ja egal. Aber es ist eine schöne Schale. Ich nehme. Wollen wir uns darauf einigen, ist eine schöne Schale. Also, ich kann dir sagen, ich nehme 80 Euro dafür, für die Pulle. Also, für die Schale. Und dann nimmst du lieber das Ding, das ist mir klar. Ne? Ja. Weil das ist nämlich eine, scheißegal, ob neu oder alt. Nee, die ist schön. Die ist einfach schön. Die ist schön, die ist ein bisschen verbeult. Ja, siehst du, aber die hat. Ja, also ich denke mal mehr 20er, 30er Jahre, bis 50er Jahre. Ist auch real, die 20 Jahre waren in Kohl ohne Effekt. Ich bin nicht bei 50er Jahre, ich bin bei 90er Jahre, das Ding. Das Ding ist aus den 90ern. Ich kenne die nämlich noch aus den 90ern, da konnte man die. Wunderbar kaufen, aber die haben richtig Geld gekostet, die Teile. Also bei Moesch hast du die bekommen, du hast es auch bei den anderen bekommen, also mit anderen Labelungen. Ja, auf jeden Fall. Aber die waren teuer, trotzdem. Ja, ja. Nee, nee, ist ja auch so, wenn du zum Beispiel heute ein Samurai-Schwert aus Japan kaufst. Das ist auch teuer. Ja, weil, wenn es nach alter Art gemacht ist, ist es für die eine Antiquität. Und deshalb sind die so teuer. Und Irland kosten keinen Bogen. Machen lässt bei meinen Freunden in Shamrock in Cork 10.000 bis 15.000 die Koreaner kaufen mit die Firma. Nur der Bogen, keine Geige. Können sie kosten, der Plan. Ja, die verlangen das und kriegen doch, ja. Weil es mit der Arbeit ist. Na, egal wie, es ist ja auch eine alte Art hergestellt. Naja, gut, wenn du das mal heute gehen, du deinem Wochenende entgegen, ich gehe morgen zu Philipp Preuse. Von Berlin nach Toulouse. Von Berlin nach Toulouse. Mhm. Der hat so eine knarzige Stimme und danach haben die alle Copy and Paste gemacht, wie Giesinger und all diese Fotzen. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Das ist alles so wie nach ihm die neuen deutschen Poeten. Ja? Oh. Aber er ist der Richtige. Und dann habe ich also gestern geschwelgt und haben mir Karten für Procol Harum besorgt. Die haben wir noch nie gesehen. Im Admiralspalast, Status Quo, der Schmelinghalle, Akustik oder umgedreht, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann Freigang, habe ich auch noch nicht gehört, weil ich da im Osten schon weg war. Die alten Bluesbahnen von, weiß ich woher, Engerlinge und wo sie dann alle so zusammengekommen sind. Dritter, vierter, fünfter. Fällt mir, ach, Papa Roach. Auch noch nie gehört. Na, was ist damit? Da geh ich hin. Wieder gehst du hin. Ja, da habe ich Konzertkarten. Da kann ich sogar noch einen mitnehmen. Für alle oder was? Ja, das ist ja zu unterschiedlichen Terminen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ich kann ja eine Begleitung mitnehmen. Ja. Naja, du nimm doch. Geh mal mit. Ja, so ist es. Naja, und fünf Konzerte. Alle bis Ende
September, etwas Oktober. Und dann wird neu gewürfelt. Wo sind die? Immer Arena oder wo? Na, nee, der eine Schmelinghandel, die anderen Metropol, sprich heute hatten die Arztpalast. Also Metropol früher, Friedrichstraße. Ja, einer im kleinen Club, Freigang im Franz Club. Aha. 27 Euro. Was, 22 Euro? Geht doch. Ja, die anderen waren ein bisschen teuer. Ja, ich komme dann dann auf so eine Tribüne rauf für die Schwerbehinderten. Ja, schickt mich dann ein Krankenschwester oder wenn du ein Kreuz drauf hättest, ich rein. Kannst du tanzen gehen und dann ging auch tanzen, wenn es dunkel ist. Wenn es keiner sieht. Ja, musst du aufpassen. Wie hier im Keller hier runter tanzen, das geht nicht. Wenn die Technik Krankenkasse gerade vorbeiläuft, dann ist es scheiße. Aber meine Probleme sind ja ganz anders. Na jedenfalls, ja, habe ich gestern zugeschlagen am Ringcenter. Da sitzt so ein netter Typ, der dann kriege ich auch noch die Plakate dazu, wenn das vorbei ist. Wenn ich mich rechtzeitig bewerbe. Aber ich habe Green D bekommen. Das war das Einzige, was ich haben wollte. Und jetzt von Prokularen bekomme ich es und naja, was da eben dann so aussehen hat. Wenn die vorbei sind, kostet die nichts. Naja, los. Schöne Wunzlauer waren dann. Der Groß schön. So, jetzt bin ich weg. Der Konsultant. Ah. Ja, der ist sehr schön. Der ist sehr schön. Also ich weiß jetzt nicht, ob er noch heiler ist, aber... Der ist nicht heiler, der ist angestoßen, wollte ich dir gerade sagen. Und nee, der macht ist, nicht. Und der bist ist, du nicht angestoßen? Der ist auch nicht zu verkaufen. Also darum geht es doch nicht. Das ist ein Erinnerungsstück an eine Räumung. Darum geht es nicht. Aber kannst du mir diesen Teller da hinten nochmal zeigen, bevor ich gehe? Bin ja nervensäge. Ja, aber wenn ich Blut geleckt habe, dann ist es immer so... Ja, etwas so. Davon hast du noch Dutzende. Von dem Teller habe ich nicht Dutzende, den gibt es noch immer. Ach so, weil du sagtest, da habe ich. Nee, ich habe noch andere. Andere, naja, gut. Die gibt es hier nur immer. Ja, dann zeig ich mal, ja. Und wer ist dieser Maler da? Ja, das weiß ich leider nicht. Wenn ich das wüsste. Ja, das kriegen wir schon raus. Dafür hast du einen Konsultanten. Zeig mir den mal, der. Jo, das ist hübsch. Jo. Orange. Das ist so Brüssel. Ja. Sehr schöner Teller. Was soll der kosten? 150. Ja, das ist auch ein guter Preis. Papa, guck mal, ich hab die Muschel reingemacht. Nicht häufig. Also heutzutage wahrscheinlich ist er so einzigartig. Nee, der ist, weil, warte mal, ich muss mich nochmal hinsetzen. Ja, mach weil ich nochmal gucken muss hinten nochmal. Also ist ein Regimentsteller. Ein Regimentsteller, ja. Genau, und sehr früher halt. Sehr früh spielt ja eigentlich Männer vor 1900, das ist das, weil da die Armeen kleiner waren, ne? Ja. Nee, ich hatte so. So, der ist schön. Sehr schön. Denke mir jetzt schon mal kaufen. Denke mir jetzt schon. Und er hat so gewartet. Wenn du im Geld schwimmst. Ja, tue ich ja immer wieder ab und nach über Tag. Wenn ich noch kleine Einpfennigmünzen reinpacke. Naja. Immer nur eine Frage. Und jetzt eure Erinnerungsvitrine. Die Sachen würde ich ungefähr kaufen, die ihr drin habt. Die sind schön. Ich habe überall so ein paar schöne Sachen. Ja, gut. Also weißt du, ich kann sowas neidlos anerkennen und finde es auch schön, dass jemand sowas handelt. Wenn er was verkauft, kann er es mir anbieten. Auch wenn er nicht verkaufen will, dann stirbt ja eh von mir. Ich werde noch 105. In Abkhazien oder in Irland, ich weiß es noch. Die Vase ist sehr schön. Im Murano muss man das Licht sehen, braucht Licht. Aber blau ist eine rote. Mhm. Ist gut. Rot-blau. Ja. Also rot mit blauen. Ja. Dieses Messer meißen ist auch gut. Hier oben ist gut. Dieser Krug kann ich jetzt so nicht sehen. Ist irgendwie. Kegelkrug. Kegelkrug, ne? Tasse ist wahrscheinlich Rosenthal oder der Dreh. Ludwigsburg.
Da muss man sehen, welche Zeit es ist. Kann ich jetzt nicht sagen, da hinten die gekrüppelte kann ich jetzt auch nicht sagen. Da hinten ist eine Aisch, denke ich mal. Ja, oder Poschinger. Oder Poschinger, ja. Ja, guck gerne unseren Lastmal, ob unten eine KBM-Schale. So, schöne Sachen. Ist das ein Muschel da hinten? Oder ein Teller? Nee, ein Teller, das, ne? Das ist ja wie so eine so, zwischen Teller und Schale. Ja. Eine schön illustriert. Schale. Ja, das ist so ein Karnevalglas. Ja. Papa. Na gut. Papa. Und pass mal auf, bis zum nächsten Mal. Schießt du mal ein Foto und dann schickst du mir das per E-Mail, das krieg ich für dich raus. Wer der ist. Das krieg ich für dich raus. Markfrei. Von dem. Ja, ist doch interessant dann. Hast du mal rausgerahmt? Denn meistens steht es ja hinten drauf. Nee. Nee, dann meistens steht es hinten drauf. Brauchen wir ernst machen. Brauchst du nur auch eine wahrscheinlich. Ah, es soll ja eh bleiben, also deswegen ist mir das eine. Scheißegal. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist kein schlechter Maler. Ich weiß, wer es ist. Es gibt so einen Berliner Blumenmaler, der hat einen französischen Namen. Und aber da gibt es nur einen. Aber ich denke, wenn du es in Berlin gefunden hast, ja, dann könnte es der sein. Da muss ich aber nachdenken, wie der Name heißt. Er ist nicht so berühmt, aber die Bilder kosten schon 3-4 Mille. Ja, weiß ich nicht, wie teuer das jedenfalls vor. Mensch, ich hatte mal so ein Bild in Kommission, konnte es aber nicht verkaufen. Und dann hat es der Dings wieder zurückgenommen, der Händler. Ich weiß den Namen nicht. Und guck mal, hinten geht es ja sowieso ab. Da kannst du erstmal nachgucken. Wahrscheinlich ist das denn schon. Delvois oder irgendwie so ähnlich. Nee, da ist nochmal was dahinter. Naja. Oder du erkennst es mit der Lupe gleich in der Signatur vom Bild. Das ist ja noch nicht fertig, das Bild. Deswegen ist das es noch nicht. Das kann ich doch signiert. Von hier aus nicht sehen. Junge. Nein, das, der ist doch gerade dabei, das zu malen. Ja, aber heute hat er es ja wirklich auch untermalt. Nee, das ist der. Das ist noch nicht fertig. Das ist der. Das ist dieser mit dem französischen Namen. Ja, das ist der. So ähnliches Bild hatte ich mal. Also in Kommission. Ja, ist ein schönes Bild. Und das konnte ich aber an Sabatini verkaufen. Der hat es gesammelt. Kannst du selber mal reingehen? Sammlung Sabatier. 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 Der hat den gesammelt. Aber das wollte er nicht. Wahrscheinlich war es zu teuer, weil der kaufte ja natürlich auch noch wie du ein Fahrrad. So ein Ding für 10 Pfennig. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also. Aber das scheint ja zu sein. De Vola oder irgendwie so in dem Dreh. Aber ich bin hab temporäre Demenz. Und damit fahre ich mich nicht nur Wirke, sonst kommt schon uns hier fest. Schön, wie ich sag's, aber egal. Ich muss raus. Ich muss weg. In Ostpreußen so schön. Kommt ihr daher, oder? Nö, das war in der letzten Räumung sozusagen. Okay. Darf ich denn da eins mal ausleihen? Oder bezahlen? Ja, zu verkaufen sind sie. Was kosten sie denn? Ja, 10 Euro ein Stück. Du, wir haben nicht mehr die Ostmark. Ja, aber es ist ein gedrucktes Werk und keine Internetgeschichte. Weiß ich doch. Ach, ich verabschiede mich. Weil ich finde ja die ganzen Bücher auf der Straße. Ich habe 10 Bände Herder, Volksgilde, auf der Straße gefunden. Dazu Goethe, Kleist, alles. Das Beste war ein Inselbuch. 5. Auflage, also bis 50.000. Der Sturmreiter von Storm. Ah, so. Ich habe auch noch vom einen, nämlich vom Ausgeben. Aber sag meine Großmutter mal. Was haben meine Zigarre noch da? Und sind in der Köln? Ja, die kommt nie weg. Die kommt nicht weg. Ich hatte mal meine Krücke vergessen am U-Bahnhof. Am nächsten Tag stand sie immer noch da. Naja, so schlimm sind wir gar nicht.
Krücken klauen sie noch nicht, nee. Klar. Nachbar, das ist ja ein Mietvertrag, meine Güte. Ja, ich bin einfach auf dem Weg. So zerrammelt, ey. Ruki, Ruki, Ruki. Das ist was, wa? Was denn? Die Gewalt macht, ja, die Technik. So, ein Auftrag. Hat sie geknallt oder was? Ich weiß es nicht, ich hatte das verliehen und der. Ach so, weil du meintest, das ist der gerade durchgegangen. Naja, das ist halt vorhin, also ich meine, ich habe halt einem Freundsding geliehen so und der hat mich dann angerufen und meinte so, der Schlaf ist durch. Ach so, du warst nicht dabei. Ich war gar nicht dabei, nee, aber meinst du, muss wohl plötzlich gewesen sein, weil der ist auch eigentlich neu. Ich habe das vor 2 Wochen gewechselt oder so. Da. Deshalb dachte ich vielleicht, aber ich habe jetzt auch am. Also es kann bei dem Mantel durchaus sein. Weil der Mantel ist nun nicht mehr so schön. Ah, magst du mir einen neuen geben? Musst du entscheiden, natürlich. Ja, also, weil da sind ja ein paar Schnitte drin, also ist schon gut gefahren und ist schon länger drauf. Das sieht man. Das liegt ganz tiefer. Was willst du denn für einen Mantel nehmen? Ein Mantel kostet, was war das, 19 Euro. Die habe ich so nicht dabei. Den Zehner habe ich noch, aber den Rest. Ja, das. Würdest du das Wochenende überleben müssen? Ja, vielleicht tut's das. Gucken wir mal. Darfst du nicht? Meinst du es so schlimm?
ist. Kleines Loch an der Flanke. Ja. Willst du den flicken? Mit dem zu flicken. Mhm. Uns kommt dein Müll. Mhm. Genau, weil dann hast du so ein Fachschlauch. Also es könnte sein, dass du durch einen Bordsteinkante hochballern passiert ist. Den Hebel musst du umlegen. Du musst immer diesen Hebel, wenn du es natürlich aufgesteckt hast, erst umlegen. Erstmal Mittelstellung und dann rauf aufs Ventil, dann den Hebel weg von der Felge. Hi. Hallo. Hi. Ja, bitte. Jetzt mein Licht. Mein Licht? Mein Licht. I can remember I have an American rider. And yeah. May you said I can leave the bike and you fix the light? Mm-hmm. Yeah. No. Okay. Come on. When will you it be ready? I don't know. I don't do it today. No, of course not. Of course not, but maybe tomorrow then, yeah. Also it's ready. I think, I hope. If I come in the evening, it's good tomorrow, or the afternoon? Yeah. You see. No problem. Okay. I come before 5. Where should I put the bike? Leave it on the floor. Leave it on the door. Great. Do you want to lock it there, or? No, lock it. Yeah. Lock it with you don't want my lock? Do you have a lock? Yeah. Well, of course I have a lock. I think I ride around without a lock. I have a lock. You sold me. Achso. Yeah, I sold. Okay, then lock it. It's locked. Ach, it's locked. Yeah. Fantastic. It's upstairs. Super. Okay, perfect. Okay. I come tomorrow like 4 p.m. Okay. Thank you so much. I'm here. Great. I wait for you. Perfect. Thank you. Nur noch dreimal. Das ist ja Dann geht die ist doch eine sehr gute Pumpe eigentlich. Das muss doch funktionieren. It's a very good pump. Ja, sehr, musst du vorsichtig malen. Ne? Das hat er alles gar nicht verstanden. Hm. Ja, schaut er so interessiert. Ja, das sind die Amis, ey. Ich tue immer so, als würden sie alles mitbringen. Als würden sie alles verstehen. Hm. Würden sie nicht das Gefühl geben, dass du irgendwas umsonst machst. Vielleicht ist er ja gar kein Abi. Sondern ein. Doch. Das habe ich aber denken. Riechst du aber? Naja, aber es ist jemand, der sofort irgendwie in eine normale Konversation, in eine Vertragskonversation umwandelt, in der du ihm so hilfst. Und dann sagt er so gleich so: Und hier das da auch? Deswegen wäre ich
stelle das gleich ab. Also. Ja, ja, das sehe ich schon. Aber die. Also ich hab 3 Jahre in den Staaten gelebt, bin gerade wieder da. Und meine Erfahrung ist, Wrestling-Bekannten sind nochmal krass viel mehr durchkommunifiziert als solche Hilfe. Okay. Genau, es gibt entweder so Vertragsverhandlungen oder. Oder? Verschmelzung. Genau. Aber eigentlich sind die meisten Interaktionen so Vertragsverhandlungen oder irgendwas. Ich hätte auch schon. Wie viel Uhr morgen? Von 9 zu 9. 9 am zu 9 pm. Danke. Right, but we will not find the right back to the ship. Aber ich kann auch kein Englisch tun. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen problematisch hier auch mit der Kunde? Nie. Das läuft. Ich dachte, du hättest so 40% englischsprachige Kunden. Ja, Minimum. Aber läuft trotzdem. Aber da ich das alles gut verstehe, weil so mit Latein geht man halt viel zu tun. In anderen Sprachen und so, das funktioniert eigentlich ganz gut. Du heißt Latein? Alles so ein bisschen so. Wie sagt man, multilingual. Aber eben nicht wirklich. Also ich weiß wohl nicht. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe ja, alles. Ich kann auch sehr viel mit Körpersprache und so. Ich verstehe auch die Taubstumme quasi, wenn es gibt. Ja. So, und dann ist ich verstehe auch Tiere ganz gut. Das ist egal. Weiß ich nicht. Entweder man hat sowas oder man hat sowas nicht. Na, wenn du klappst, dann ist es vielleicht. Du musst es ja wissen. Wissen tue ich ja nicht. Das ist gut. Ja, mal weiter, um irgendwann mal etwas zu wissen. Ja, das scheint zu funktionieren. Das ist ja schon so eine Art von Know-how irgendwie zu sprechen. Ja. Also schau vielleicht kein theoretisches Wissen oder praktisches? Ja, Theorie ist entspricht. Ja, weiß zwar auch keiner, was das heißt, weil das braucht man ja Theorie, aber trotzdem zu genau, du also insofern hebt sich das wieder gegen auf. Genau. Das Theorie und Wissen passt nicht zusammen. Richtig. Ding. Da war ich immer sehr kontra zu den hier wohlgesonnenen, lehrenden Menschen. Die die Sachen beibringen wollen. Also im Gegentum natürlich. Das war mir immer sehr egal. Hallo. Ich habe mir hier ein kaputtes. Aber was ist denn mit euch allen los? Wieso? Ich habe in 10 Minuten Feierabend. Deswegen, nach 12 Stunden. Jetzt du bist jetzt alles ab. Nee, natürlich nicht. Du hast ein kaputtes Hinterrad. Ich habe einen kaputten Rahmen und ich würde. Einen kaputten Rahmen? Mhm. Ich habe hier eine Adresse, die darfst du dir gerne abfotografieren, wenn du es schweißen lassen möchtest. Nee, der ist verbogen. Und ich will eigentlich nur mal jemanden, der sich damit auskennt, fragen, ob man den wieder gerade biegen kann. Das Ding ist, ich kann es jetzt runter. Würdest du jetzt auch runterbringen? Vielleicht? Nee, das ist zu eng. Guck mal ganz kurz ruf. Also. Was mir heute passiert ist, ist, dass mir anscheinend die Narbe, ne, ist das ja, die ist mir gebrochen und dann ist das Ding. Nee, da kannst du, da solltest du nichts mehr machen. Am Ausfallende. Nichts mehr. Das ist zu, das Ding ist fertig. Genau, du kannst es zurückbiegen, natürlich kannst du es zurückbiegen, ja. Aber es wird eine Säuberungsstelle entstehen und dadurch ist das Material müde an der Stelle. Du bewegst dich in den Glauben, dass es noch funktioniert. Ja. Und irgendwann, wenn du es wirklich nicht drauf verlassen muss, dass es funktioniert, funktioniert es gerade nicht und das wäre schlecht. Ja, okay. Das war heute schon der Fall, aber das lag an dem Ding. Ja, genau. Das, ja. Na, es ist kein sehr teurer Rahmen. Es ist ein sehr günstiger Rahmen. Weiches Material mit der Zeit wird Stahl auch weich. Ja, okay. Tatsächlich. Und das ist das Ergebnis. Ah, okay. Also, okay. Ich weiß nicht, was der gekostet hat, nur ich den Pferd, aber der ist dann auch kein. Nein, der ist hat seine Zeit getan. Guck dir an. Ich meine, der ist 25 Jahre alt. Ja, okay. Und du fährst den tatsächlich ja auch im. Mit dem falschen Hinterrad. Also du fährst den physikalisch gesehen ist der falsch belastet.
Ja, okay, das wusste ich. Die Belastung von dem kleinen Kranz, die muss hier außen am Rahmen stattfinden und nicht in der Mitte der Achse. Dadurch, dass es in der Mitte der Achse stattfindet, ist natürlich die Belastung eine erheblich höhere. Und dadurch zieht natürlich die Achse nach vorne, die Achse bricht, der Rahmen fällt nach hinten zusammen. Okay. Das ist aber, also das passiert, wenn man günstig auf Single-Speed umbaut. Herzlichen Glückwunsch, selber dran schuld, ein wenig. Okay, also es ist auch nicht mal gar nicht ist, dass es hier so ein billiges Laufrad ist, sondern auch eher, dass es das auch fast. Naja, alle zusammen, alles, ne? Zusammen natürlich, also wie gesagt, wenn du, natürlich, weißt du selber, die Verschraubung links und rechts, ne? Und wenn du gleich daneben eine Belastung anbringst, die nach vorne zieht, ist das sehr stabil. Wenn du es weiter in der Mitte anbringst, dann fängt es an, so. Ja, das ist es. Okay, vielen Dank, ja. Ja, bitte, kein Problem. Einmal eins. Keine Ahnung, das muss ich auch mal gerade ziehen. Wie meinst du? Das läuft nicht gerade, oder? Ich habe mir das gerade mal angeguckt. Das ist Eiert. Welches Ziel ist hier? Mhm. Das ist Eiert. Ja. Aber, ja, also wie gesagt, kannst du mal Bordsteinkante kommen, dass du da rübergeheizt bist oder eben der Vorgänger, also der Berliner oder wie auch immer, der Ausleiher, Leihleier, Heckleier. Jetzt ist gleich Feierabend. Jetzt aufpumpt noch. Ist das so eine Vorfahrt? Wie bitte? Ich dachte, vielleicht ist es so eine Elektronik. Nee. Da wollen wir noch eine. Okay, naja, vielleicht bringt es mich durch die Nacht und vielleicht kann ich mich dann irgendwie am Montag durchkürzen. Den darfst du auch ausprobieren. Du wirst verblüfft sein, der schreibt. Wenn du es willst. Naja. Wie viel pumpst du mal auf? Hast du da eine Angabe? Was hättest du gerne an Luftdruck? An Gegendruck? Ordentlich. Ordentlich, ja. Naja, so viel liegst du nicht, aber. 2 Zentimeter, wie liegen auf der Straße, Quadratzentimeter, machen wir mal 50 Kilo, das ist bei 150 Kilo Gegendruck, das dürfte nicht tragen. Das ist natürlich nicht viel zu lange, also wie gesagt, jetzt, der ist AKPV. Ah ja, ist er? Ja, ist ja Vollbahn, ja, da sieht es aus wie eine Vollbahnwirkung, ne? An der Stelle genau, so sieht das dann aus. Ja, klar, ist mit Sicherheit ein bisschen. Jetzt kannst du mal gucken, warum war ja. Da kommt der aufgepumpt, das irgendwo gerissen ist sozusagen. Das gibt es auch nicht. Na ja, ich habe auch den anderen, der lässt sich auch ein bisschen fixen. Welche andere? Den Anschlag. Achso, ja. Na klar. Nee, eigentlich nicht. Problematisch ist es halt nur bei diesen Teilen, dass du jeden Flicken merkst. Ne? Das ist ja sehr dünn und wenn du dann noch einen Flicken drauf hast, dann ist das wie so eine Beule, die du machst, hast du bei dem Mantel sowieso nicht. Also der Mantel ist durch. Dann werde ich dir nicht einen neuen Mantel besorgen. Der vorne auch? Vorne sieht neu aus, aber kann auch täuschen. Ich habe ein ganz neues Vorderrad gekriegt, irgendwann vor 3 Monaten. Also der Lugano ist ein Trainingsreifen, ja, der wird normalerweise eingesetzt für ein paar Stunden und damit ausgetauscht. Ach echt? Ja, das wusste ich nicht. Qualitativ gesehen. Das ist so auch ein Schwalbe hier, aber das ist irgendwas anderes. Und dadurch sind die immer so, wie sie hier von uns normalos belastet werden, natürlich dafür. Schwalbe, Nonim. Also, was ist Nonim? Name hat er, Schwalbe, aber keine Bezeichnung. Das ist auch ein Schwalbe Lugano, das ist ein günstiges Modell. Das ist das gleiche, nur ein bisschen älter oder ein bisschen neuer, das weiß ich nicht. Ich sage, ich weiß, wenn er geht von Nico. Man leckt noch ein bisschen den Jahrgang oder so. No way. Ist ein bisschen Tape noch für den Sattel? Nee, sowas habe ich gar nicht. Das ist ja kein Tape. Du hast so ohne Tape? Mensch. Das ist ja krass. Nee, bin ich nicht. Ich bin nur Antikoffer. Freak bist du? Ich bin kein Freak. Ich
danke dir, Elf. Ich denke, schon mal, wie man so lange auf hat, ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Bevor wir jetzt 10 Tag 12 Stunden machen. Ja. Also, ich würde sagen, es sind so Sachen, da mache ich so 12 Stunden am Tag. Und ich auch sagen, was machst du denn? Philosophie. Dann ist das schön. Das hat viel zu tun. Wir haben 12 Stunden am Tag für die Rede. Also. Ja? Ist man schon aufregend, wie man 12 Stunden am Tag macht. Ja, Philosophie. Ganz klar. Das stimmt, aber meistens. Der Wachphasen, manchmal sogar im Traum. Aber meistens nur so impliziert. So, dass sich so Leute hinsetzen und denken, darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich Notwendigkeit? Ja. Nämlich relativ selten. Was würdest du sagen, was ist Notwendigkeit? Ich denke öfter darüber nach, was ist Notwendigkeit? Ja. Nichts ist notwendig, aber was ist Notwendigkeit? Die Menge der notwendigen Sachen kann ja leer sein, aber dafür muss ich ja erst bestimmen, was es ist, damit es vielleicht dann ganz leer ist. Die? Gar nichts. Sag ich doch! Die? Ja, wie? Die Notwendigkeit selber ist nichts. Naja, die Notwendigkeit, die Notwendigkeit nichts ist. Ja. Nee. Aber schau, du kannst ja sagen, irgendwie, was ist ein Zentaure? Mhm. Und dann sagst du, die Menge der Zentauren ist leer. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, wir eben. Nehmen das mal an. Nur wir haben Wissen. Wir nehmen das mal an. Wissenschaft. Und wir können ja trotzdem sagen, was ist ein Zentaure? Ein Zentaure ist so ein Mixwesen aus Menschen und was ist das andere? Keine Ahnung. Der Ponys. Okay. Wir haben gerade eine Definition von dem Ding. Und weil wir so genau wissen, was es ist, können wir in die Welt gucken und sagen, gibt es oder gibt es nicht? Also das sind zwei verschiedene Fragen. Ja, aber dann, wenn man da weitergeht, weiß man ja, dass es ist. Wir haben ja überhaupt keine Definition. Von Notwendigkeit? Nein. Von Zentauren? Na doch. Na woher? Wer sagt das? Ich habe dir gerade gegeben. Die hast du mir gegeben. Genau. Die müssen nicht richtig sein. Die gibt es ja trotzdem. Ja. Deine Definition von Notwendigkeit kann ja auch falsch sein. Man kann ja alles hinterfragen. Also insofern ist es denn, natürlich immer eine Endlos in der Geschichte. Ja, deswegen Philosophie. Den ganzen Tag. Ja, na ja. Also es gibt ja schon irgendwie verschiedene Sachen, zum Beispiel Notwendigkeit, die du in vielen Argumenten brauchst, die du nicht so richtig bekommst. Du musst irgendwas dazu sagen. Kannst zum Beispiel sowas sagen, gibt es nicht. Du musst trotzdem was zu sagen. Wie meinst du? Na, es gibt so bestimmte Sachen, die brauchst du unbedingt zur Beschreibung deiner Welt, und es gibt so Sachen, die brauchst du nicht unbedingt zur Beschreibung deiner Welt. So, na, alles, was ich sagen kann, was mir in meinem Kopf herumschwirrt, brauche ich ja zur Beschreibung meiner Welt. Genau, perfekt. Ansonsten ist ja meine Welt nicht perfekt. Meine Welt besteht ja nur aus meinen Gedanken. Ja. Natürlich. Also wieder bei Informationen, die im Kopf stattfinden. Und gar nicht tatsächlich existiert. Also ist insofern eine Welt voller Fantasie. Genau, das stimmt. Aber ich würde sagen, es ist ja nicht ungeordnet. Würdest du was sagen, es gibt vielleicht Kategorien. Es gibt so Menschen, vielleicht gibt es auch so Häuser. Es gibt ja nicht nur dich und mich und sie und dann diese Leute da, sondern sagst du, es gibt vielleicht sowas, das sind so Menschen und es gibt sowas, das sind so Fahrräder. Und Fahrrädern, wenn jemand mit dem Auto ankommt, sag ich so, nein. Das weiß ich, weil ich weiß, was ein Fahrrad ist. Ja, aber vorhin kam auch jemand an. Vorhin für ein Auto. Ein Rollkoffer. Aber ja, genau. Aber du sagst, okay, Rollkoffer bist du nicht zuständig. Das ist so eine Kategorie, für die bin ich nicht zuständig. Also sagen wir, es gibt so ein Ordnungssystem. Es ist nicht nur. Das ist nicht nur ein Gegenstand von so völlig. Ja. Ja, grundsätzlich. Du entscheidest zum Beispiel Rollkoffer und Fahrräder. Was schon mal gut. Ja, ich kann unterscheiden, ja. Genau. Da würde ich mich nicht draufsetzen. Genau, zum Beispiel. Das heißt aber, und du ordnest ja nicht nur zu, so, okay, das ist ein Fahrrad und das ist ein Fahrrad und das ist ein Fahrrad und das ist ein Fahrrad. Das ist ja nicht, das ist ein Fahrrad, das ist ein Fahrrad. Oh, nee, scheiße. Das ist angefangen, rumzuschrauben, hat nicht geklappt. So läuft das ja nicht so, ne? Ja, doch, guck mal. Besser weiß, Kinder. Ja. So läuft das. Ja. Denn meine Tochter, die Kleinste, die fängt hoch an, jetzt einen Schlüssel und geht erstmal alle dran und versucht dann so, so fängt das an. Also genau, fängt das an, aber so bleibt es nicht. Insofern, na, sie unterscheidet dann natürlich. Richtig. Klar, ne? Da passt nicht. Richtig, das heißt, wir haben schon mal sowas wie Kategorien. Ja. Oder so Ordnungssysteme. Naja. Und da kann man sich fragen? Sinnsysteme. Ja. Sagen wir so. Oh ja, du kannst Kategorien. Also Ordnung, ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Ordnung zu tun hat. Wer bestimmt Ordnung oder nicht? Ja. Na, es gibt ja schon andere Systeme, die sind bestimmt. Aber
Die sagt zum Beispiel, du musst am 24. September wählen gehen und wenn du das nicht machst, dann machst du es halt nicht. Ja, aber genau, und deswegen ist dieses Muss schon wieder aufgehoben. Genau, aber das ist etwas, ja, da verhältst du dich erstmal zu. Oder es gibt etwas, das sagt, jetzt hast du 12 Stunden lang gearbeitet. Sozusagen und weiß gar nicht, warum. Deswegen ist ja kein, also betrifft ja nicht jeden, also nicht jedes System betrifft einen. Ja. Nee, das stimmt. Aber es gibt Systeme, die betreffen. Ja. Wenn ich sie auf mich zutreffen lasse. Richtig. Also man ist ja immer noch, ne, man selbst. Naja, aber es gibt ja auch schon Systeme, die, also weiß ich nicht, sowas wie Hunger oder so. Ja, das ist ja nicht so deine Entscheidung, ob das zu treffen ist. Es soll Menschen geben, die können das entscheiden. Ich habe eine überhaupt. Nee, ich kann das nicht entscheiden. Doch, ich kann entscheiden, weil ich bei Hesse. Richtig. Beispiel, ja. Aber das sowas ist. Stille oder so, ja. Richtig. Aber das sowas ist, das scheint irgendwie zumindest nicht Gegenstand deiner eigenen Fantasie zu sein, die du dir ausdenkst. Oder es gibt zumindest zwei verschiedene. Soweit bin ich noch nicht, dass ich das machen kann. Stimmt. Ja. Aber es gibt zwei verschiedene Personenfantasien. Die eine, über die du so ein bisschen mal Kontrolle hast, die andere, über die du nicht so ihren Kontrolle hast. Also es gibt so einen abgespaltenen Teil von dir, das kann. Und mit dem müsste man schon wieder finden. Ja, genau. Ja. Zeit. Richtig. Und Zeit ist auch so ein gutes Beispiel. Zeit scheint irgendwie erstmal da zu sein. Kommt drauf an. Es gibt so die für jeden anders. Für jeden anders? Klar. Ja. Aber das ist ja der Witz an Kategorien, weißt du? Es gibt so Fahrräder, es gibt so das Fahrrad und das Fahrrad und das Fahrrad. Das sind alles unterschiedliche Fahrräder, aber irgendwie sind es Fahrräder. Und Fahrräder funktionieren für alle anders. Wenn ich da drauf gucke, sehe ich nicht so viel. Wenn du darauf guckst, siehst du so, ja, hier der Hinterrad ist ein Probereifen und der Vorderreifen ist so neuer und deswegen ist das Ding da kaputt und was ist das eigentlich? Mhm. Das siehst du, das nicht. Ja, aber das ist ja keine Zauberei. Nee, ich habe also Zauberei, spreche ich ja auch nicht. Ich meine, durch das ja alles. Ich bin ja keine Esoterikerin. Ja, sozusagen. Also das ist ja eine reine Beschäftigungsgeschichte. Setzt du dich dahin, drei, vier Jahre, sagen wir mal, reichen ja aus, im Grunde genommen, und setzt dich vor einen Gegenstand, egal ob Fahrrad oder irgendwas anderes, und du hast nur diesen Gegenstand, um dich damit zu beschäftigen. Ihrer Raum, dieser Gegenstand. Du müsstest da drei Jahre mit verbringen, und dann würdest du den zwangsläufig anfangen, wahrscheinlich, na, wenn man dann irgendwie interessiert ist, nicht total in der Ecke vergammelt, ja, dann fängt man an, Dinge zu zerlegen und zusammenzubauen. Sozusagen. Genau. Weiß Bescheid. Nö. Aber wie auch immer man das nennt heutzutage. Genau, wir einigen uns trotzdem irgendwie darauf, es gibt so Fahrräder und Rollkoffer. Ja. Und das kann man dann auch unterscheiden. Ja. Genau, nach ein paar Jahren. Sozusagen, weiß man, das passt nicht mit irgendwelchen Fahrradteilen zu operieren. Richtig. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, nur weil du das auf dem Stimmen, weil du das lernen musst, heißt das, dass du irgendwie vorher nicht da gewesen bist? Für sie war es natürlich ein sie war es nicht im Kopf vorhanden, diese Information. Genau. Sie muss sie erst in ihrem Kopf nehmen. Und dann gibt es eine interessante Frage, was sind die Mathematik? Hat die Mathematik so angefangen, wie die Leute das gelernt haben? Oder gab es die Mathematik schon vorher ohne Menschen? Naja, Zahlen. Die Bezeichnung muss ja mal. Ja, nee, nicht. Ist immer dahingestellt, aber durchgezählt haben sie wahrscheinlich schon die Übermenschen sich. Ja, Mensch, da fehlt ja in einer Truppe, da müssen wir mal losgehen. Wie sie das gemacht haben und angestellt haben. Ja. Oder so. Oder wie sie das eingeteilt haben, dass sie gewusst haben, ob sie es Tage genannt haben oder nicht. Aber so lange müssen sie noch ausharren oder eben das Wetter dort. Genau, die Frage ist ja nicht, ob man zählt oder nicht. Die Frage ist, gibt es Zahlen? Na, Zahlen? Wie gibt es Zahlen? Abseits von Zählen, sind es Gegenstände, die wir benennen in der Welt? Oder sind Zahlen, das, ob das es das Zahlen gibt, nein, Zahlen, keine Ahnung, ob es Zahlen gibt. I know, right? Also, wie meinst du das? Ich weiß ja nicht, seit wann jetzt irgendwie, da muss man sich mit beschäftigen, ne? Seit wann irgendwas gezählt wird, aufgerechnet wird oder so. Genau, das meine ich nicht. Ich meine, weißt du, das ist so wie ein Fahrrad, da kann ich irgendwie mal reden, das ist so ein Gegenstand in der Welt. Na, ist ja auch wieder eine Zahl, ist ja eins, hast du gesagt, ein Fahrrad. Genau. Also, deswegen, also im Grunde genommen fängt das, die Zahlen als Zahl zu benennen, mit einem einzelnen Wort, fängt ja erst an, wenn man zählt. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Genau, die Frage ist, was machst du da eigentlich? Redest du über Gegend? Also gibt es einen Gegenstand wie eins in der Welt? Oder ist es nur eine Art und Weise, wie wir über Sachen reden?
Und wenn das nur eine Art und Weise ist, wie wir über Sachen reden, dann müsste das ja durch unsere Übereinkunft veränderbar sein. Ich weiß, ob ich ja, es gibt eine einzelne Welt, natürlich, ja, aber nur weil wir diesen Zustand, der da ist, ja, eins getauft haben. Genau, aber es geht mir also jetzt nicht um das Wort, es geht mir um den Zustand. Nein, den Zustand gibt es, ja. Also würdest du sagen, es gibt Gegenstände in der Welt, die sind nicht materiell. Die sind zum Beispiel Zahlen. Nein, materiell. Du würdest sagen, die Eins ist ein materieller Gegenstand. Kannst du irgendwo hingehen und sagen, das ist jetzt so die Eins. Eins, nein. Ja, eben. Die Eins, dieses Rad, ist einzig sozusagen. Es existiert in dieser Anordnung der Atome, der Teilchen, genau, sozusagen genau. Nicht nochmal. Guck mal, das hier ist eins, das ist eins, das ist eins, du bist eins, ich bin eins, aber wir sind alle nicht die eins. Als Gesamtes sozusagen ist das eins, ja, und damit. Richtig, aber niemand von uns ist die eins. Nee, ich glaube, jetzt ist Feierabend. zehn Minuten, um mal zu zählen, 10 Minuten. Es tut mir leid. Ja. Ich habe meine Zeit überschritten. Das stimmt, das ist recht. Zeit überschritten, abgelaufen. Ja, abgelaufen. Ja, das ist mehr Zeit, als ich hätte in Anspruch nehmen sollen, weil es sind andere Leute, die auch deine Zeit in Anspruch nehmen wollen. Ja, ja, hier gibt es sogar noch. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit den Vieren. Ja, bin ich auch gezählt. Ich danke dir. Ja. Bitte, kein Problem. Dann schauen wir mal, was uns bringt. Ja, danke. Bin ich auch. Bye. Komm gut durch die Nacht. Oh, ja, das ist weg. Ach ja, was für eine Diskussion. Es ist eine Eisgeschichte. Ein Glas ein Eis. Na, ich werde mir das angucken. Dann kommt ein Eis und dann ist da ein Fleck. Und dann wird es aus dem großen Flecken weiterkommen. Das ist eins, aber wie denn, du siehst, ob es die Eins ist. Dann werf's doch mal rein. Das kannst du mir oben nochmal erzählen, wenn ich es mir angucke. Okay, machen wir das so. Mann, das war ja wieder anstrengend. Aber hab da noch ein bisschen Material. Ich habe versucht, sachlich zu bleiben. Wie lange dauert es? Wir müssen jetzt noch reinräumen, ne? Oder müssen wir noch was reinräumen? Ich weiß ja nicht. Schau mal nach. Eins, wo ist die Eins? Wo ist die Eins? Wo ist die Zwei? Wo ist die Drei? Ich weiß es nicht. Ich bin ein dummer Knopf, nehme ich ein. Mein Rad, müssen wir einräumen. Ein Rad noch? Ja, mein Rad. Ach, dein Rad, ja. Rad. Ach, dieses Kundenrad. Oh, jetzt zeig ich ganz weiß nicht. Es hat mich geblitzt, Dingsbums. Ding. Ich hab doch keine Ahnung von Janisch. Darum. Oben war jetzt halt angeschlossen. So, jetzt Feier.